Ihr seht mich hier in einer prekären Lage stehen. Ich habe nicht eine weiße Mütze auf und will jetzt Fanpost konsumieren und ein Getränk, das aber aus einer sehr reflektierenden, Herrgott, Dose stammt, was bei Naturlicht, was gerade hier herrscht, weil hier nicht gerade Nachmittag ist, echt scheiße ist. Da spiegelt jeder Mist. Deswegen musste ich jetzt doch ein Rollo ein Stück weit runterlassen und Kunstlicht anschmeißen, um das einigermaßen so hinzubringen, wie es mir passt. Aber egal. Jetzt wird schon einigermaßen gehen. Also, um was geht's? Um diese Dose hier, die mir der Herr Düsi geschickt hat. Hui! Eine Red Bull Dose. Die Red Bull Summer Edition. Wir erinnern uns, Winter Edition war Granatapfel. Summer Edition ist Kaktusfrucht. Mit einem hässlichen Rot auf Grün, damit man es richtig schlecht lesen kann. Wie alt ist die eigentlich, wenn das die Summer Edition ist? Oder gibt es die beide gleichzeitig? Nee, die halten noch lang genug, keine Ahnung. Ich habe jetzt vergessen zu gucken, wie lang der andere hält, ist ja wurscht. Jedenfalls Red Bull Summer Edition. Also demnach irgendwie limitiert. Kaktusfrucht. Diese Red Bull Summer Edition. Niacin und Vitamin B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei bla bla. Ja, das Übliche. Energy Drink mit dem Geschmack von Kaktusfrucht. Ach nee. Erhöhter Koffeingehalt, Schwangere und Kinder. Wasser, Saccharose, Glucose, Säurungsmittel, Zitronensäure, Kohlensäure, Taurin, Säureregulator, Koffein, Vitamine, Pantothensäure, Aromen, Farbstoffe. Na, wo da die Kaktusfrucht vorkommt, die ist in irgendeinem künstlichen Aromastoff mit drin wahrscheinlich. Jetzt habe ich auch tatsächlich mal wieder nicht nachgeguckt, wie eine Kaktusfrucht eigentlich aussieht. Ich würde jetzt gerne sagen, wie ein Kaktus. Das stimmt aber wahrscheinlich wieder überhaupt nicht, so wie beim blöden Granatapfel zuletzt, der auch nicht ein Apfel ist, sondern irgendwas. Aber gut. Oder halt vielleicht doch. Jedenfalls, ich vermute, dass das jetzt irgendwie ein bisschen prickeln wird. Lustiger Gag, oder? Prickelig sein wird vom Geschmack. Schauen wir mal. Also, Kalorien 45 auf 100 Milliliter. Das geht. Die Dose ist natürlich eine typische Red Bull Dose. Das heißt, 250 Milliliter. Moment, 250. Hä? Ich habe mal Die 33 müssen demnach ein bisschen größer sein wie das hier. Die sind heutzutage alle so schlank und nicht mehr so schön dick, weil Länge ist besser als Umfang offensichtlich. Oder Höhe. Naja, hahaha. Ja, size matters. Ist ganz toll, aber wie auch immer. Also 0,25 natürlich wird gekostet haben, was Red Bull immer kostet. Also eher teuer, aber es macht nichts. Ich liege offensichtlich meinen Fans am Herzen. Die können sich das dann leisten, um uns... mich und euch mit mich direkt und euch indirekt mit diesem Video zu beglücken. Danke, Düsi, nochmal. Schauen wir halt mal. Also, hier, dann gucken wir mal. Wir brauchen wie üblich das Glas dazu. Und dann machen wir die Dose mal auf, die natürlich, wie sie es gehört, aus dem Kühlschrank kommt. Flupp. Mhm. Erkenne ich jetzt erstmal nichts. Farbe mute ich jetzt maßig mal auf Gelb-Gold. Ja, okay. Offensichtlich war es mal komplett falsch, die Schätzung. Also die Farbe ist eher so, wie sie auf der Dose in Kaktusfrucht geschrieben ist. Wie man sieht, das hat eine gewisse Ähnlichkeit. Also, okay. Lila. Ich würde es mal Lila nennen. Nicht rosa, nein, tatsächlich eher ein Lila. Na juck. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, es riecht ein bisschen zuordnen soll, aber nicht wie ein typischer Gummibärchen-Saft. Dann probieren wir es. Nicht wie ein typischer Red Bull. Es schmeckt ein bisschen so ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also nicht süß, eher ein bisschen säuerlich. Nicht säuerlich, sondern mehr so fruchtig säuerlich. Ich würde gerne sagen, wie eine bessere Grapefruit ein bisschen. Toll. Mir fehlt wirklich das Vokabular, um solche Subtilitäten in den unterschiedlichen Energy-Drink-Geschmacksnoten unterzubringen. Vielleicht sollte ich mal
bei fachkundigen Kollegen fragen, wie das da läuft. Die sich sowas ja zum auch Hobby gemacht haben. Die Säufer, egal. Eine andere Art von Red Bull, das doch, ja. Relativ wenig im Nachgang, das heißt, man trinkt es und hat es geschluckt und dann ist es relativ weg. Also es ist auch nicht immer der Fall, das ist aber ganz okay. Würde ich sagen, man muss es getrunken haben. Nee, Überraschung. Aber es ist nicht schlecht. Es ist. Mir geht ein bisschen, wie soll ich sagen, klingt blöder, bei Red Bull müssen die Gummibärchen fast ein bisschen da sein und das habe ich hier, fehlt mir beinahe ein bisschen. Also es ist eine interessante Geschmacksnote, aber ich bin jetzt so ganz schlau draus geworden jetzt. Damit man es nochmal sieht, das ist die grüne Dose, warum sie grün ist. Wenn das Getränk selber lila ist, dann hätte doch lila auch gepasst. Keine Ahnung. Vielleicht ist eine Kaktusfrucht grün. Wie ein Kaktus, könnte sein. Ich habe, wie gesagt, nicht nachgeguckt. Kaktusfrucht kommt in meinem normalen Alltag nicht vor. Da gibt es sowas wie Äpfel oder Bananen oder Orangen. Die kann ich zuordnen, farblich. Mehr oder weniger. Aber Kaktusfrucht, nö. Naja, wie auch immer. War ein bisschen anders, war ganz interessant. Vom Herrn Düsi nochmal. Danke, Düsi, für diese Dose. Jetzt bin ich mit deinen Getränken, glaube ich, fast durch. Noch nicht ganz, aber fast. Ich nähere mich dem Düsi-Sortimentsende. Dann kommen andere Leute dran, natürlich. Unter anderem. Ich habe so viel noch da, keine Angst. Das wird noch länger dauern, bis alles weg ist. Aber jetzt habe ich erstmal das erledigt. Und kann sagen, jo. Und ihr habt ein Video gesehen. Jo. Und dann schauen wir mal fürs nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.